Hallo Leute, lasst uns heute mal einen kurzen Ausblick auf den letzten Spieltag der Gruppe C werfen. Da treffen Japan und Kolumbien aufeinander. Die Kolumbianer sind bereits fürs Achtelfinale qualifiziert. Es könnten allerdings auch noch Gruppenzweiter werden. Also hier sehen wir die Tabellenkonstellation. Kolumbien mit 6 Punkten bereits qualifiziert, wie gesagt. Ihnen würde sogar ein Unentschieden gegen die japanische Mannschaft reichen für den Gruppensieg. Das Parallelspiel, das findet statt zwischen Griechenland und der Elfenbeinküste. Die Japaner, wenn sie noch eine Chance haben wollen aufs Achtelfinale, müssen sie darauf hoffen, dass die Griechen gewinnen. Aber gleichzeitig müssen sie auch noch ein Auge werfen auf die Tordifferenz. Sollte Griechenland hoch gewinnen, was ich allerdings nicht glaube, im Turnierverlauf war die griechische Mannschaft mir eindeutig zu schwach. Also ich gehe davon aus, dass es sehr eng werden kann mit einem griechischen Sieg. Also im Rahmen des Möglichen ist es, aber die Elfenbeinküste schätze ich da stärker ein. Aber bleiben wir bei Japan gegen Kolumbien. Es sieht so aus, die Japaner können immer noch mit einem Sieg weiterkommen. Zwar die kolumbianische Mannschaft, die hat mich sehr überzeugt im Turnierverlauf. Wir haben das erste Spiel gegen Griechenland 3-0 gewonnen und gegen die Elfenbeinküste sind sie auch mit 2-1 vom Feld gegangen. Also eine überzeugende Vorstellung. Was mir besonders bei Kolumbien gefällt, ist die schnelle Spielweise nach Ballgewinn, wie sie dann das Mittelfeld schnell überbrücken und den Abschluss sofort suchen. Also sehr, sehr giftig auch in der Abwehr, wie man es von südamerikanischen Mannschaften kennt. Die Japaner haben mich eigentlich ein wenig enttäuscht. Also gegen Griechenland hätte ich mir vorgestellt, dass sie da gewinnen. Vor allem, da sie auch die komplette zweite Halbzeit in Überzahl gespielt haben. Aber trotzdem sehe ich sie nicht ganz chancenlos gegen Kolumbien. Sie können da, denke ich, einen Sieg holen. Man muss halt auf das zweite Spiel noch schauen. Würde da jetzt zur Halbzeit jetzt die Elfenbeinküste mit 3-0 oder so hochführen, ist, denke ich, die Moral der Japaner gebrochen und dann kann es auch böse, böse werden für Japan. Das Spiel wird im ZDF übertragen, in Konferenzschaltung am 24.06. um 22 Uhr. Ich hoffe, ihr guckt das Spiel alles. Es wird bestimmt ein sehr interessantes Spiel werden. Weitere Infos findet ihr noch hier unter japan-kolumbien.blogspot.de. Ich danke euch.